Hey, what's the idea of spoiling the game? I was for onesies. Well, here's twosies. Whoa, whoa! Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu Patrizia 2, der Multiplayer-Partie hier mit meinem guten Freund, dem Sascha. Hallo Sascha, grüß dich. Hallo zusammen. Ja, wir sind jetzt wieder weiter dabei zu expandieren. Ich hatte in der letzten Folge hatte ich mir wieder einen Kapitän gekrallt. Du bist da noch auf der Suche. Erfolglos, ja. Noch. Erfolglos leider, ja, momentan. Mal sehen, wann es dann bei dir soweit ist. Mhm. Aber du hast schon den Kontor in Bergen in Auftrag gegeben. Genau. Also, da geht auf jeden Fall was weiter. Wir hatten beim letzten Mal zum Schluss hatten wir noch einen Piratenangriff auf eins von meinen Schiffen. Ja, der hat wohl ganz gut Schaden genommen, konnte aber noch fliehen. Da muss ich dann mal gucken. Der muss auf jeden Fall repariert werden. Und jetzt war ich dann mit der Taurus da, Taurus 4, am Überlegen, dann mal in Richtung Wispied noch zu schippern, weil da war, glaube ich, der Piratenangriff. Werden wir mal sehen. So, wir haben ja eine neue Folge. Das heißt, wir werden wieder unser Glücksrad bemühen. Und schauen mal, was passiert. Wir hätten das Handicap. Riga, Brücke, Rostock, Bergen. Echt uninteressant. Brücke müsste ich, wollte ich noch hin. Ja, Bergen, ja, okay. Ja. Riga, Rostock, auch nicht uninteressant, ja. Gut, dann geht das jetzt hier so seine Dinge. Und wir können das hier starten. So, ja, ich bin ja hier mit der Taurus unterwegs. Piratenjäger. Der Piratenjäger, genau. Mal sehen. Ich wollte ja entweder Piratenjäger oder wollte ja mal gucken, ob ich einen Reisenden irgendwo finde. Den habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Irgendwie. Schade. Will keiner mit mir reisen, also werde ich hier mal versuchen, mal irgendwie in Richtung Visby vielleicht, wobei wir wissen gar nicht genau, wo er jetzt hinfährt. Er könnte ja auch sah Richtung nach Visby Malmö aus von der Segelrichtung, aber es sah auf jeden Fall nach Visby aus, ja. Also müssen wir mal an die Stelle irgendwie müssen wir mal sehen. So, Stettin. Hier wird's Bier fast schon verschenkt. Ja. Würde ich auch sagen. Nehmen wir ein bisschen was mit. Keramik hauen wir raus. Mhm. So. Dann schauen wir mal, wer hier vielleicht mein Bier noch haben will. Ja, nicht Santa schlecht. Klaus. Mhm. So, ja, weiß auch nicht. Ob ich den Kapitän hier mal tausche. Ich werde hier einfach mal das Schiff reparieren. Ein Tag, okay. Ja, braucht scheinbar ja nicht so lange, ja. Hätte ich auch mehr gedacht. Nicht wirklich. Ja. Ja, wir haben es ja am Anfang, ihr habt es ja gesehen, wir haben ja zum 1.1. unsere Bilanz mal veröffentlicht. Also was jetzt dann quasi passiert ist im ersten Spieljahr. Wobei erstes Spieljahr nicht ganz stimmt, weil man fängt ja nie zum 1.1. an. Aber ja, also wie eben so die ganze Reise hier begonnen hat im Spiel. Und das werden wir dann halt immer irgendwie, weiß noch nicht genau, vielleicht auch halbjährlich, also zum 30.06. dann wieder vielleicht. Spieljahre dauern ja dann doch relativ lange. Also wir hoffen ja immer noch drauf, dass die Spieljahre dann kürzer werden, wenn
wir jetzt dann Handelsrouten einrichten. Genau. Weil so bewegen wir ja doch immer jedes Schiff einzeln und das dauert natürlich immer ewig. Deshalb na, auch die Idee, dass wir immer Sprünge machen zwischen den einzelnen Staffeln sozusagen, damit ja auch irgendwo ein Spielfortschritt dann zu erkennen ist. Ja, das Einzelfahren würde ich schon längst abstoßen, aber die, ja, die Suche nach dem Kapitän, es ist so eine Sache. Ja. Ist auch interessant, dass er sich im Moment so zäh gestaltet. Das hatten wir eigentlich schon lange nicht. Aber vielleicht kommt mir es auch nur so vor, weil ne, man ist oft öfter zeitnaher dran. Vielleicht ist das ein anderes Zeitgefühl. So, bisschen dranlos. Was haben wir hier noch? Was ein bisschen aufs Schiff kann. Tja. Könnt ja für 3.575 Goldstücke den teuersten Fleischhandel der Welt abschließen, aber nein. Ja. Tja. Groningen, ja. Schön, dass es nicht mit K geschrieben wird, weil das wäre nicht passend. Tja, Brücke darf ich nicht. Beziehungsweise nicht handeln. Ne? Nach einem Kapitän gucken, vielleicht? Fragezeichen. Ich muss ja sowieso nach Köln kommen. Anhalten und nichts machen. Sonst kommt man ja hier gar nicht weiter, weil das ist schon ein Handicap, dann keine Kapitäne über lange Zeit zu finden. Das Schiff liegt hier schon, zwei, drei Wochen, eher drei Wochen brach. Ja. Ja, ich bin in Riga. Das heißt, hier fahren wir direkt weiter. Wo fahr ich? Was hast du denn dabei? Bier? Fährst du. Das Schiff. Zu wenig Besatzung. Da haben sie mir bei dem Piratenangriff. Das ist die Taurus, das ist die mit dem Klappautermann. Jetzt ist er bestimmt Das ist die, wo der Piratenangriff war. Ach ja. 77%. Richtig. Beides trifft zu. Mal gerade gucken, wie lang dauert das denn hier? 18 Tage, das machen wir nicht. Da fahre ich doch hier mit dir. Fahre ich doch nach Stockholm. Da wird es hoffentlich nicht ganz so lang dauern. Ja, das war ja die Geschichte. Ja. Wer ist hier dran? Ich. Zach, bist du das? Ja, ich lieg da dumm rum. Kralle 3. Ja, Kralle 3. Da liegt er rum. So, hier gibt es irgendwie gerade nichts, was ich haben will. Ja, ein bisschen Wein. Nee, dann fahren wir mit dir weiter. Richtung Lübeck. So. Taurus 3 in Rostock. Hier darf ich auch nichts machen. Dann. Wie man so schön sagt, ja. Ja, dann fahren wir auch. Nee, fahren wir Stettin. Ja. Jo. Why not? Wieder Bierüberschuss. So, Oslo. Hat sich im neuen Jahr in Oslo was getan? Das ist hier die Frage. Händler. Bin ich selber einer. So, Pech können wir nachladen, brauchen wir immer. Leder können wir ein bisschen was loswerden. So kann noch ein Ticken mehr. Fälle wird mal Zeit, was aufzulegen, ja. Weg mit den Eisenwaren. Dann, okay, fleischhungrig sind sie dann auch. Dann wollen wir sie alles nicht hungern lassen. Genau. Eisenerz alles weg. Bisschen was mitnehmen.
Jetzt ist die Frage, 96er Zustand. Bergen ist auch noch nicht fertig. Riepen habe ich nicht so häufig angefahren. Nutzen wir das. So, hier sitzen wir und warten uns die Beine in der Bauch, weil der Kapitän nirgends wo ist. Ich darf aber wenigstens im Vergleich zum letzten Runde handeln. Das ist schon mal gut. Zumindest gucken, ob hier was geht. Auch wenn mich das hier jetzt nicht vom Hocker reißt. Können wir aber wieder mal umladen. Nehmen wir noch ein paar Gewürze mit, weil die scheinen wir hier nicht loszuwerden. Tja, Pech bringe ich keins mit. DG, wie dumm gelaufen. Noch ein bisschen Wein mit, wenn er sowieso hier verschimmelt. Naja, Wein wird ja besser beim Lager, ne? Also. Genau. Im Zweifelsfall wird's Essig, kann man auch gebrauchen, ja. Tjo, wo wir schon mal gerade da sind, auch wenn es erst eine Woche her war. Ja. Gucken, ob er meckert, dass ich zu früh. Na, er ist ja auch immer wieder gut. Ab in die Wanne. Genau. Amen. Sieht's aus. Tja, das bringt mich hier. Müsst noch mal nach London. Da haben wir auch noch nicht nach Kapitän gesucht, sonst wird's fragwürdig hier. Im wahrsten Sinne. So, also Visby. Jetzt, also hier habe ich ihn mal nicht erwischt. Unseren. Ja, ist kurz davor abgebogen, ja. Oder muss man ins offene Meer fahren, ja. Pirate. Ja, ich werde halt mal jetzt hier ein bisschen rumschippern, mal gucken. Ich meine, sieht ja hier vom Schiffszustand und so alles ganz gut aus. Jetzt weiß ich nicht, wo habe ich denn den... wo fährst du? Sander Kläuschen fährt nach Reval. Vielleicht fahre ich auch mal in Richtung Reval. Dann kann ich auf jeden Fall mehr nördlich unterwegs. Es kann ja nur Reval, Stockholm, die Ecke. Mal sehen. So, Sander Kläuschen ist auch in Reval schon. Da werde ich jetzt einfach warten. Möchtest du was machen, oder? Halt, mit dem Kreier kann ich ja noch nichts machen, aber kann immer noch kommt da keiner an. Nee, alles gut. Zumindest kannst du den Zug beenden, damit es weitergeht. So, das ist schon sehr richtig, schön. Ja. Okay, dann wäre die Frage, ist hier einer aufgetaucht oder nicht? Scheinbar nicht. Brücke darfst du nicht. Genau. Gut, dass du mich erinnerst. Weiterfahren wollte ich und nur noch einen Kapitän gucken. Das war's. Ich dachte auch, ich wollte ja eigentlich nicht. Köln war der Plan. Lübeck. Rostock darf ich nicht, also der fährt auch die ganze Zeit das Pech durch die Gegend. Müsste ich auch mal irgendwie abgeben nach. Das wäre praktisch, ja. Stockholm. Hör jetzt schon. Ja.
Warenversteck. Sehr geehrte Damen und Herren Händler, ich möchte euch ein interessantes Angebot unterbreiten. Ich benötige dringend Holz hier in Bergen und ich werde demjenigen, der mir am Morgen des 21. Januar 1301 am meisten Holz auf mein Schiff liefert, 112 Keramik dafür übergeben. Und vergesst nicht, dass eure Schiffe 112 Laderaum frei sind müssen. Nachdem ich eure Ware abgeholt habe, entscheidet euch bitte bis zum Ende des 19. Januar. Ja, ablehnen. Kein, zack. Ist auch kein Versteck, ist ein Tausch. Hm. Hatte ich auch nicht mehr so eine Erinnerung, dass es dieses Ereignis überhaupt gibt. Ware A nach B tauschen. Und ich weg, Tuch. Was war da noch? Ja, dann. Ach nee, dich will ich ja reparieren. Das ist das 77. Ja. Ja. 5 Tage, das hört sich doch schon besser an. Mhm. Ja. So. Beides oder was? Warensteck, Warentausch, gleich alles. Ja, der Kapitän, der wollte man nicht. Versteck. Da brauche ich nicht zu lesen, da lehnen wir gleich ab. Und ich vermute, das wird dasselbe sein, ne? Werte Herren Händler. Ja. Mhm. Dieselbe Idee, dass man halt sozusagen dann A gegen B tauscht. Hm. Naja, oder auch nicht. Gut, hier stehen wir immer noch rum, ohne was machen zu können. So, jetzt tauschen wir der Santa Claus und nein, keine Männer. So, Kapitän. Richtig. Jetzt konnte ich deine These zwar jetzt auch nicht irgendwie nochmal aufgreifen, aber egal. Kann man irgendwann mal schauen, vielleicht ein Schiff ohne Kapitän, was das selber steuerst, ja, einen merklichen Unterschied gibt. Genau. So. Ja, wo wird er sein? Fahren wir mal Richtung Riga. Da darf ich zwar nicht handeln, aber vielleicht ist ja sein Versteck irgendwie da unten. Genau. So, London lange nicht gewesen. Es bleibt ein nicht so gut klappendes Ereignis. Ja, vielleicht solltest du doch mal ein Schiff nehmen und da alle abklappern bei mir in der Gegend. Richtig, ich muss scheinbar doch mal die große Kurve machen. Tja, und hier ist alles auch im sogenannten Überfluss. Tja. Schade. 98er Zustand. Dann machen wir das doch mal auf die schnelle Art. Aalborg, Danzig und so weiter. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hilft alles nix. Ja. Da liegt immer noch mein Schiff drin. Ich glaube, ich muss es vergessen haben. Irgendwas ist da falsch gelaufen. Anscheinend. Ja. Muss ich gleich mal anklicken, wenn ich das nächste Mal dran bin. Sieht so aus. Macht ein bisschen lange Päuschen da. Ja. So, bevor ich das jetzt wieder übersehe, wo liegt denn hier? Ja, super. Überall sind die roten Sterne. Das kann nicht ganz stimmen, aber gucken wir mal, dass wir hier endlich mal weiterkommen. Hier ist ja mittlerweile keiner angekommen. Nee.
Das ist echt zu lange. Ja, ich will immer Pech verkaufen. Statt das nach Hause zu bringen, das mit dem Tran ist auch so eine Sache. Irgendwas Leder vielleicht. Alles irgendwie mittendrin. Nicht richtig und nicht günstig. 97er Zustand. Bevor wir da hin, jetzt klappere ich aber mal alle. Nee, das ist noch nicht da. Das hier unten wird auch noch nicht da. Ach doch, das war das Jahr, wo ich da war. Und hier müsste eins, denke ich, losfahren. Ne? Da losgefahren sein. Richtig. Gut. Dann sind wir wieder normal. Ist denn jetzt hier eine bestätigte Hoffnung? Tatsächlich der Kapitän, den ich so suchte. Nicht schlecht. Na dann. Zumal ich den ja direkt wieder loswerden muss und dann am besten schon wieder neu suche. Na, immerhin, die Flussstätte ist doch irgendwie ein kleiner Verlass drauf. War ja auch irgendwie lang genug. Ich und das Pech. Wein. Keramik geht ein bisschen. Würze hat hier jemand abgeladen. Gleich mal ordentlich mit. Hier werden wir erstmal los. Kann noch eine Wolle mitnehmen und dann nix wie weg. Über Groningen nach Bremen, Waldbrücke dürfen wir ja nicht. Gut, ein Erfolgserlebnis. Riepen. Ja, weg damit. Vielleicht auch ein Fleisch mitnehmen. Jo. Und dann überzeugt mich nicht wirklich was. 95er Zustand. Ne, da kann man normal nach Hamburg fahren. So, so. Was haben wir denn hier? Bierfälle. Danzig. Santa Claus. Wann wird dann eigentlich das nächste Schiff hier fertig? Am 8. Januar. Naja, dann kann ich ja hier bleiben. Das ist ja recht bald. Dann können wir hier schon mal eins wieder in Auftrag geben. Genau. Du möchtest nicht. Ach, es ist ja dieser Moment mit dem, überspringen kann ich nichts. Wasser planschen will ich auch nicht wieder. Machen wir weiter. So, Fälle. Ah, ne. Riga darf ich ja nicht. Ja, richtig. RR, was doch Riga. Also Reisende sind jetzt irgendwie auch nicht gerade viele unterwegs. Ich hätte gedacht, ich habe mal Glück und habe mal irgendwo hier einen Reisenden, aber... Das
total ungewöhnlich, ja. Kenne ich eigentlich so nicht. Irgendwo sitzt normalerweise immer einer. Will niemand reisen. Zu gefährlich alles. Ja. Ja, hier gibt es Pech im Überfluss. Eisenbahn, ja. Was ist da wieder los? Aber eins in Homburg. Fälle wollen sie schon mal. Weg damit. Eisenbahn, weg damit. Lotterie. Fleisch zu mir oder hier. Was machst du hier? Pech nicht wieder verkaufen. Der Tuchpreis ist jetzt nicht der Hit. Jetzt könnte man eins mitnehmen. Bier, zwar nicht so günstig, aber warum nicht? So, nehmen wir noch einen gelangweilten Fisch mit oder so. So, müssen ja wieder neu die Kneipen abgrasen. Damit auch für das nächste Schiff gleich wieder jemand da ist. Kommen wir mal nach Bremen. Guck mal, was da so begraben ist. Nach Wein. Irgendwo kein schwarzer Punkt mehr auf der Landkarte. Ah. Der Kreier. Der 8. Januar. Da ist er. Da ist er. Ja, dann. Genau, neues Glück. Auf die Flasche, zack. Gleich tauschen hier. Ab in die Kneipe. Rosen. Ja, da bin ich jetzt langsam überlegen. Also da könnte man jetzt sicherlich schon mal langsam hier so eine Route mal einrichten. Wobei, was bist denn du für einer? Ja, Dreier Handel ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mehr als fünf geht ja nicht, ne? Nee, also... Da werden wir auf jeden Fall mal... Was machen. Was machen demnächst, ja? So, dann nehmen wir hier ein bisschen was mit. Und ja, fahren erstmal hier darüber. Und das Kläuschen, das kann dann wieder mal auf Kapitänssuche gehen. Genau, gleich anfangen mit den Flussstädten, richtig. So, Chroniken auf dem Weg zum Durchspringen des Kapitäns. Ja, irgendwie wieder die Markierung verloren gegangen. Kriegen wir hier noch einen guten Handel hin? Was ist hier die Frage? Tja, bisschen dran werden wir los. Tja. Aber was nehmen wir mit? Puh, Bier haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Haben auch in Bremen selbst. Tja, dann halt eben nicht. So, jetzt aber nichts wie mit dem Kapitän rüber. Lange genug gedauert. So, Oslo. Erstmal Tuch weg.
So, Tran haben sie wieder hier im Überfluss. Laden wir mal eine nach. Pech haben sie auch. Laderaum habe ich Gott sei Dank noch. Leder war mal hier auch mal ein bisschen was los. Felle noch günstiger. Geht fast gar nicht. Wir haben leider nicht dabei. Sozusagen kann man nicht alles haben. Okay. Oslo, dann machen wir mal die Heimreise über Aalborg. Weiter geht's. So, Kralle 1 ist nicht der, der der Kapitän bringt. In den Kontor. Da kann man ein bisschen mitnehmen. Pech muss auf jeden Fall rein, reicht aber noch nicht für ein neues Schiff. Dann nehmen wir noch ein bisschen Bier mit. Überraschend wenig Eisenwaren da. Was ist denn da los? Ja. Kurzzeitig die Produktion gestoppt. Ja, irgendwie. Oh, hier kann man sogar. Obwohl, noch ja, da. Sind aber schon Eisenwaren vorrätig, ne? Also. Da muss ich aber jetzt mal den Verwalter angucken. Irgendwas, alter Verwalter, hockt auf seinem Geld und schafft nichts. So eine Sauerei. Ist noch irgendwas, was hier ungeahnt ins Auge fällt? Ja, Tuch. Ist noch nicht die Schmerzgrenze beim Kaufen und so. So, was schafft der Kerl dann hier? Nix oder was? Eisenwaren habe ich doch 80, ach gut, zu 280. Ne, hier. War ich wieder ein bisschen pingelig. Gehen wir halt mal hoch. Tja, irgendwie. Bier habe ich auch. Das passt soweit. Naja, der hochbezahlteste Mitarbeiter. So ist das halt. Fahren wir jetzt hier weiter. Brücke ist noch gesperrt. Schauen wir mal. Torn. Naja. Ist jetzt auch nicht so dolle. Kapitän, nicht. Vielleicht wieder der Novgorod-Fall. So, wenigstens die Fälle los. Merkwürdig, nix so. Auch kein Reisender unterwegs. Wirklich von allem. Gib es dir nicht. Hier im Kreis fahren. Sowas. Ach, das Pech. Naja, gut, das fahre ich jetzt schon die ganze Zeit durch die Gegend. Also. Dann kann man es auch gewinnbringend verkaufen, ja. Es war ja nicht alles. Ihr habt aber auch nicht viel hier. Ja, Gewürze aus Bergen und Co. Also da ist nicht viel da, ja. Müssen wir so langsam mal ein bisschen an die Versorgung der Städte dann denken. Eisenbahn, Bier. Hm.
glaube, das war ja nicht so. Kralle 2, da ist der Plesko wieder. Ja, sowas. Flohen. Das freut mich aber sehr. Noch bin ich nicht so weit, da Kriegsschiff zur Hand zu haben. Klick. Aber da, ja, das war jetzt bei dir da in der Gegend. Ja, ich meine, das gut, jetzt war ja auch der Plesko, ja, bei Riepen. Also eher bei Alborg. Und dann auch wieder mit. Die Frage immer, wenn man den schwarzen Punkt mal sieht, kann man sich ein bisschen orientieren. Ich weiß nicht, ob er auf dem Weg nach Norden, ja, Nordsee besser gesagt, oder Ostsee ist. Das sehe ich ja nur mit meinen aufgedeckten Schiffen. Achso, ich sehe den nicht, ne? Nee, nee. Aber wenn ich dran bin, sehe ich ja wieder, wo er ungefähr ist. Ja. Er war bei Aalborg, aber die Richtung. Oh, das fast unmögliche Ereignis, nach über 5 Wochen Schiff rumliegen, ist dann doch mal passiert sozusagen. Er kann gut segeln und ein bisschen kämpfen, naja, soll er ruhig machen. Dann, ja, was mache ich denn mit der Richtung da? Aber auf jeden Fall benennen wir das Schiff erstmal um, das wird vielleicht nicht schlicht. Schiffsname. Kralle 4 ohne Bier oder sowas. So. Ja, ich glaube, ich mache hier in der nächsten Folge erst den Autohandel. Das frisst uns etwas die Folge weg. Nehmen wir mal mit. Tja, mit dem Holz, das ist immer so eine Sache. Gucken, was es sonst noch so zu kaufen gibt. Nicht so günstig, nehmen wir mal was mit. Puh, ist auch jetzt nicht hier die effektivste Produktion. So, und dann ab mal wieder Großbritannien abgrasen. Ja. Ah ja, sollt vielleicht ein paar Leute mitnehmen. So ganz ohne rudert es nicht so schlecht. Die Segel noch schlechter. Sein Bestes gegeben, der Kneipenkollege. So. Tja, dann müssen wir auch den nächsten Kapitän schon wieder suchen. Wenn man auch hier irgendwas sinnvoll los einlagern, aber es sind leider noch keine 30. Das hilft mir also nichts. Blöd, schade, unlucky, was auch immer. Wein, ja, ein bisschen was geht noch. Dann laden wir halt noch ein bisschen Bier ein und gehen wieder auf die Reise. Tja. So ganz ohne fahren ist auch doof. Ja, Brücke dürfen wir noch nicht. Erstmal wieder nach Kroningen. So sieht's aus. Wo man es gerade nennt, sind wir auch schon da mit einem anderen. Gewürze. Wein. Kann man ein bisschen nachladen. Puh, können wir ein bisschen loswerden. Vielleicht so 3 Keramik. Weg mit den Eisenwaren. Ein bisschen Bier loswerden, aber sonst lacht mich hier nichts an. Tja, auch hier übrigens kein Reisender. Sehr auffällig. Fahr ich jetzt mit dir nach Köln und gucke? Nee, du hast ja einen Kapitän drauf. Fahr ich mit dir nach London. Aalborg. Die haben wenigstens keine Eisenwaren. Das ist auch schon mal gut. Nicht so viel Bier. Weg damit.
Ansonsten seid ihr hier irgendwie gefühlt leer gekauft. Ich würde nicht fehlen, Alvor, gerade. Nee, aber auch hier mal kein Reisender. Also es ist irgendwie, deine Hypothese ist irgendwie auch sehr auffällig. So, da fahren sie, die zwei Kerle. Der Beneke in die Nordsee und der Plesko kommt Richtung Malmö. Also. Naja, dann schauen wir mal, ob wir dann irgendwo da ein Schiff haben. Genau, sehen wir, die Taurus da rumfährt. Genau, kannst du was aufgreifen. Ja, was mache ich denn aus dem taktischen Zirkus? Vielleicht habe ich gar nicht so viel Anlockendes. Fahren wir mal nach Oslo. Naja. Ja, ich denke, ja, wir sind schon wieder über der Zeit. Ja. Das heißt, Staffel 2 wäre dann damit erstmal beendet. Stimmt. Wir werden mal sehen, was sich dann zwischendrin tut. Ich denke mal, ja, wird sich so ein bisschen was getan haben. Wir werden mal sehen, dass wir die ersten Autorouten vielleicht schon mal eingerichtet haben und sowas. Mal sehen. Würde mich auf jeden Fall an der Stelle bei euch verabschieden. Hoffe, euch hat die Folge und die Staffel gefallen. Und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten wiedersehen. Und würde mich an der Stelle also von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.